Dank. Hab Dank, alter Herr. Und Prinzessin. Boah, Alter, diese Quest ist ja riesig groß, ne? Also wie lange die schon läuft, die Quest ist ja Wahnsinn. Es ist ja absolut die Wahnsinn. Und wie lange ist einfach mal... Es hört auch nicht mehr auf von diesem Wetter, ne? Von wegen Dynamic Weather und so. Eigentlich ja schon, aber irgendwie hier ist es nur am Regnen. Auf der anderen Seite freue ich mich dann umso mehr, wenn die Sonne wieder aufgeht. Muss man auch mal so sehen. Na komm. Also um noch einmal zu erklären, warum ich den Greifenkopf da noch hängen habe. Es ist tatsächlich einfach ein Relikt, eine Trophäe, die mir einen 10%igen Bonus auf Verstümmelung gibt. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch vom Pferd herunter noch ein bisschen mehr OP, was die Verstümmelung anbelangt, weil da ist fast jeder Hit mit dem Schwert einfach so, dass du die teilst oder wie auch immer. Also das sieht schon ziemlich heftig aus. Deswegen ist ja da oben auch die Einblendung, auch wenn es so ein bisschen das Spiel kaputt macht, aber ich will ja halt einfach auf der sicheren Seite sein. Gerade wenn wir um so eine Uhrzeit schon streamen, die ja... Naja. Da muss ich kurz niesen, sorry. Die Gule lasse ich jetzt auch mal. Die Freunde habe ich gerade nicht so Bock. Zumal die mit Level 9 natürlich jetzt auch nicht unbedingt schwach sind. Na. Eine Kackkartoffel, Backkartoffel. Die hauen wir uns natürlich erstmal rein. Hallo, mein Zauber. Wer ist das? Mach neben. Wer ist das? Geht schon. Was suchst du hier, Fremde? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Wirst du Wojtek genannt? Ich? Ja, wertig, Herr. Aber ich habe nichts Unrechtes getan. Beim Leben meiner Kinder. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Junge. Ah, das ist so süß. Das ist wie in Wirklichkeit auch beim Supermarkt, der kleine Junge. Mama, aber du hast doch gerade da noch was eingesteckt. Ja, irgendwie so, das ist einfach super. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass sie aus den Ohren geblutet haben. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt.
Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da habe ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Brandzeichen. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Gar nichts mehr als mit den Brandnamen. Es wird ja immer dubioser. Dem wird's doch gut gehen, oder? Ja, mein Kleiner, der geht's gut. Hey, Junge. Mach Platz. Oh, mies, jetzt beklaue ich dich auch noch, ne? Die Angel brauchen wir eigentlich auch überhaupt nicht. Schrauben wir den halben Schrank leer. Na gut, Freunde. Ich höre ich ab. Oh, es ist wieder Tag. Ich finde es ja unglaublich. Es regnet zwar immer noch, aber immerhin haben wir mal wieder ein paar Lichtstrahlen. Wahnsinn. Ist das für eine lange Quest? Das ist schon krass. Ja, ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, ob wir die Quest die ganze Zeit so weitermachen sollten oder ob die nicht irgendwann jetzt doch auch zu schwer schon wird. Ich weiß es nämlich nicht ganz. Sieht so geil aus. Ja, Nil oder Riel, Nil oder so, ne? Komm jetzt. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Alles klar. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht. Bisher noch nicht. Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle.
gebunden durch einen heiligen Eid. Schlag dir gleich einen Arm ab, Junge. Das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der... Jetzt muss ich dir doch mal ins Wort fallen. Zu Diensten. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Mhm. Ja. Abwarten. Na warte, jetzt renne ich dir hinterher und bring dich um. Mist, das ist halt süß weg. Dachte ich mir schon. Sie ihn jetzt entkommen lassen. Irgendwann treffen wir den bestimmt wieder in irgendeiner anderen Map. Oder so und dann. Los, lauf! Dann will er wieder und dann können wir ihn umbringen. Arrogantes Stück. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Hui, 20 Kronen direkt. Ja, war's ja richtig großzügig. Nein, ist okay. Der hat wahrscheinlich eh nichts, deswegen ist das auch in Ordnung. Hexer. Auf ein Wort, bitte. Aber nur eins. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Reden Sie dem Kind, er traut seinem Kind hinterher. Dem Fehlgeborenen. Vermute ich. Wo geht's denn dahin? Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Ich werde nie erfahren, welche Blumen meine zweite Tochter am liebsten gehabt hätte. Eine Schande. Sie hat anderen den Tod gebracht. Je schneller du es so siehst, desto besser. Das kann ich nicht leugnen. Aber das macht es auch nicht erträglicher. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Wir müssen über deine Familie reden. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Ja. Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Ich wollte aber eigentlich mal wissen, was das noch für ein
Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal hin gleich. Ich werde da mal runtersteigen.